Moin Leute zusammen, heute am Start mit Devil May Cry Ratchet's Downfall. Ja, ihr habt es richtig gehört, ich bin wieder am Start. Ja, lange musstet ihr mehr oder weniger drauf warten, dass wieder eine Folge kommt. Ja, krankheitsbedingt, man hört es noch an meiner Stimme, ich bin immer noch sehr verschnupft. Ich hatte Magen-Darm-Infekt und Grippe, mehr oder weniger. Und auch wegen Arbeit war sehr stressig, muss ich sagen, in den letzten Tagen. Und deswegen kam auch gerade zum einzelnen Videos wie SimCity und so, dann hat mich YouTube getrollt. Dann hat mich DxTV getrollt, weil jetzt die Aufnahmen nicht richtig aufnahmen. Da hatte ich dann wieder keinen Bock, das neu aufzunehmen. Man sieht es zum Beispiel, aber egal. Bin wieder da und ich würde mal sagen, fang gleich mal richtig an. Der eigene Schatten, Mission 5, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und los geht's, würde ich sagen, liebe Freunde. Mission beginnen. Okay, Virgil gegen Virgil. Alter, was ist das für ein Kampf? Achso, ich habe eine neue Attacke, würde ich übrigens sagen. Ich habe so eine Doppelgänger-Attacke. Und die ist richtig geil, Leute. Die ist richtig geil. Die ist richtig, richtig awesome, diese Doppelgänger-Attacke. Ich mache den Doppelgänger von Virgil und dann gibt's richtig krass. Hat auch die Fresse, Alter. Alter, das finde ich sowas von gemein. Wow. Alter, das kommt euch aber gerade richtig gut aus. Oh, was ist das denn? Alter, das finde ich gemein. Krasse Scheiße. Ja, natürlich, mach da noch schneller oder was? Aua. Okay, das war gerade fehl. Besseres Timing wieder. Konzentration, Hütte. Alter, komm, komm, komm. Alter, den gebe ich mal richtig auf die Fresse. Der leere Virgil, unser Doppelgänger, ist ja gar nicht so gut, wie ich dachte. Oh, Alter. Alter, hab da. Alter, ihr habt ja Hobbys, Alter. Natürlich, mal noch schneller machen, oder was? Komm, 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 den haben wir jetzt! Jawohl! So muss das. Wir sind ein und derselbe. Sind wir anscheinend nicht. Warum soll es von uns zwei geben, wenn wir ein und derselbe sind? Danke, es gehört mir. Du hörst nirgendwo hin.
Heißt das jetzt, dass Virgil nur noch durch Macht lebt, oder was? Okay. Die Macht ist in den Kopf gestiegen und deswegen gibt es jetzt einen atomären Atompilz. Also frage ich mich gerade mal wirklich, hat er jetzt sein Herz wieder? Oder lebt er jetzt nur durch Macht, oder was? Wie muss ich das jetzt verstehen? Ey, 2 Minuten, ey, da sind wir gut dran. Alles Tremmer ist. Fetzt. Ja, fetzt, Alter. Nächste Mission, gehen wir noch schnell in den Laden und verbessern uns noch was. Doppelgänger haben wir schon alles. 2 Schwertillusionen haben wir auch schon alles. Fristschosse. Da bist du nicht. Yamato, können wir Yamato normal? Geil. Ja, machen wir das denn noch? Auf jeden Fall. Sage, eigentlich mache ich ja immer nach jeder Mission, habe ich gesagt, mach immer Stopp. Aber ich denke mal, das machen wir jetzt nicht. Weil der Schachsinn nicht ist. 2 Minuten. 2 Minuten wirklich. Nein. Eine neue Chance. Mission 6. Mal schauen, was es uns da abgeht. Eine neue Chance. Hört sich mehr oder weniger so an, als. Bekommen wir jetzt die Chance, wieder ins Leben zu kommen. Hier war ich schon einmal. Dieses Mal wird es anders sein. Hoffen wir ja mal. Naja, Dante ist ja rein theoretisch tot. Kate hast du ja getötet, du Monster. Okay, auf jeden Fall sieht Virgil richtig abgefuckt aus. Okay, dann beschwören wir erstmal uns gleich unseren Doppelgänger. Oh ja. Yo, so muss das. Meine lieben Damen und Herren, Hütte ist wieder on the way. Und Sie haben gehört. Ich habe gehört, ein Expresszug nach 2000 ist wieder da. Ich habe gehört, Sie wollen geschnetzeltes Irrlichter, meine ich. Ehrlich, der Ragu haben. Ja, und Virgil will schnell hier raus, merke ich. Okay. Alleine schon durch seinen Kommentar will er schnell hier raus. Oh, nicht die Scheiße hier, ey. Hui! Ich sammle jetzt hier keine, wie heißt denn? Keine Dinger hier ein, keine Seelen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade irgendwie überhaupt keinen Bock drauf. Auf jeden Fall sieht es hier aus, als wird hier alles zerfallen. Dann kämpfen wir mal hier drüben. Hier drüben ist viel besser. Ja, natürlich, ja, komm. Ja, komm her! Komm her! Du alte Hexe, Alter! Jawoll, Alter! Och,
komm, ey, Leute, ihr geht mir sowieso auf den Sack. Oh, sind wir schon fertig? Natürlich. Natürlich, Alter. Du schmeißt mich das Vieh einfach runter. Ach komm, der ehrlich. Ja. Natürlich. Ich freu mich doch noch mehr. Ja, komm, der ehrliche. Hey, die Viecher wollen mich gerade wirklich trollen, oder was? Endlich zerteilt, Alter. Jawohl, und Virtual Fall bitte nicht runter. Danke, bitteschön. Sehr nett. Sehr vorkommend, Virtual, dass du nicht runterfällst. Und ich frage mich immer noch, warum es bei diesem DLC leckt ein bisschen. Es leckt ja manchmal ein bisschen. Dann komme ich mal zu euch rüber hier. Liebe Leute. Ah, die Viecher hat sich ja alle Male. Haben wir alle? Kommt jetzt alle. Och komm, Leute, put. Ich bin's doch nur der Hüte. Jawoll. Ich hab keine Zeit für. So, ziehen wir uns jetzt einen Heilpot rein? Nein, wir ziehen uns noch keinen Heilpot rein. Da ist die richtige Welt. Bis dahin muss man kommen. Ich denke mal, es wird noch ein langer Weg. Oh nein, nicht die Viecher, Alter. Ich hab gedacht, ich hab meinen Doppelgänger beschworen. Jawohl, haben wir den nochmal besiegt hier. Alter, ich hasse dieses Scheiß Vieh, Alter. Das können wir wissen, ey, dass ich dieses scheiß Kettensägen-Vieh hasse, Alter. Das geht mir schon bei Dante auf den Sack. Jawohl, endlich zerteilt, Alter. Oh nein, Alter. Alter, komm, Alter. Jawoll! Das war voll weggebasht, Junge. Er legt dich nicht mit Virtual an. Wenn wir auch eigentlich nie Virtual so richtig leiden konnten. Oh, was haben wir denn da? Oh, cool.
Ja, leck doch mal noch mehr, Alter. Ah, das finde ich schon. Alter. Freu mich bitte hier nicht. Okay, wir müssen jetzt mal leider einen großen Lebensstern essen. Müssen wir uns leider hier was reinziehen. Ein schnelles Snickers, dass hier unser lieber Virtual hier nicht so lieber wird. Komm! Oh, komm ihr Irrlichter, ihr könnt doch sowieso nicht. Ihr könnt doch den ganzen Tag nur hier rumfliegen. Oh, komm, Alter. Boah, Alter, die Irrlichter. Wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, das sind ja die stärksten Viecher hier. Aber im Moment denke ich mir, Alter, das sind ja wirklich schwache Viecher. Nee, es ist nur eine Hexe, oder? Ach nee, die Hexe hat den Irrlichter den Schild gegeben. Deswegen war ich gerade so verwirrt. Gut zu wissen. Komm her, du Hexe. Jawoll. Jetzt hat Heimer erstmal das Vieh hier. So muss das. Und da hoch teleportieren und da haben wir es. Voila. Gibt's hier noch einen Kampf? Oder auch nicht? Alter, aber ey, ich frag mich gerade, warum das wirklich so leckt, ey. Finde ich gerade sehr unnormal. Okay, jetzt noch die letzten paar Meter. Boah, fuck, Alter. Verkackt. Da hab ich gerade nicht aufgepasst. Da war ich gerade wirklich brain dead. Mehr oder weniger. Hat man noch glaubt, mehr oder weniger, hat man gemerkt. Weil das muss erst hier so freischalten, mehr oder weniger. Komm, mach rein, ne? Boah, Alter, knappe Sache. Natürlich, ey, willst du mich nur verarschen? Und das hab ich mehr oder weniger an Dante geliebt, dass man diesen Doppelsprung machen kann. Aber ich weiß auch nicht, da haben sie irgendwas bei Virtual falsch gemacht. Er hat die krassen Attacken. Aber selber die einfachsten kann er nicht machen. Haben wir es jetzt so? Boah, komm jetzt. Und das sind wir endlich frei, Alter. Oh, nicht zwei Kettenfisch. Und natürlich. Willst du mich ganz verarschen? Ja, natürlich. Zieht mir erstmal voll ins Herz. Oh, Alter. Krasse Scheiße. Weiß nicht, ob das gerade so klug war, um mir unbedingt sowas erlauben zu können. Ich glaube, das war gerade überhaupt keine schlaue Idee, dass ich mein Dings gerade umgeändert habe. Jawohl, haben wir den schon mal tot? Oh nein, die Viecher, Alter. Das sind auch so Viecher, die ich über alles hasse.
weil die übelst viel Damage machen. Alter, ich krieg grad wieder Gänsehaut vor. Nein, Alter! Alter, du Kackvieh, Alter! Du machst so viel Damage! Jawohl, haben wir das Vieh schon mal geblättet hier? Natürlich, was ist das denn für ein Vieh nochmal? Ah, das ist dieses fette Vieh da. Ja, natürlich, du schmeißt es noch Steine nach mir. Alter, ich weiß nicht, wie ich das Vieh mal bekämpfen soll. Ja, natürlich. Ja, ich muss jetzt so eine Goldkugel nehmen. Alter, bin ich schlecht gerade. Alter. Das ist Lust auf so ein Endgegner-Vieh, muss ich sagen. Ja, natürlich. Jawohl, da haben wir den letzten krassen Schlag uns gegeben hier. Ja, Hüte ist am Start hier. Yeah. Alter. Ah, meine Schultern sind verspannt. Aua. Ah, ich hab einen Krampf in der Schulter. Aua. Ah. Nach einem epischen Kampf hat Hütte nach dem Zeugstisch, nach den ganzen Y-Drücken so einen Krampf in der Schulter, dass das Let's Play aufhören muss. Ah, fuck. Jetzt bin ich frei, Vater. Okay, ich will jetzt nicht weiterkämpfen. Nein, ich will nicht weiterkämpfen. Ich habe keine Lust weiter zu kämpfen. Ich habe einen Kampf in der Schulter. Bitte, lasst es sein. Okay, rote Augen. Okay, was geht ab? Doch nicht kämpfen? Die Viecher folgen jetzt Virtual? Interessant. Ein interessantes Ende. Virtual lebt, Dante ist tot. Mehr oder weniger. Virtual führt jetzt die Armee dieser Kreaturen an. Und anscheinend war das das Ende. Ja, das war das Ende. Ja. Ja, krass. Für einen DLC. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. 6 Level, 6 Missionen. Hatten uns einen Spaß. Das letzte, ja, mehr oder weniger das letzte Level kam etwas später geplant von meiner Seite aus, tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Let's Play mal wieder. Das war ja mehr oder weniger eine weitere Dings. Ich weiß nicht, was ich als nächstes Let's Play mache, weiß ich wirklich noch nicht. Es kommt leider erst Metro Last Light im Mai. Und als nächstes großes Projekt habe ich noch nichts geplant. Bioshock Infinite mache ich nicht. Ich habe 1 und 2 nicht gezockt und das ist überhaupt nicht mein Fall. Ich habe an ein kleines Indie-Projekt gedacht, mal so zwischendurch ein schönes, melodisches, tolles Indie-Projekt vielleicht. Passt zu uns, muss ich sagen. Ja, denke ich mal, mache ich da weiter. Und da hören wir uns. Ja, da hören wir uns. Die weiteren Serien wie Puff to Chloe kommt wieder auch. Und Unnützes Wissen kommt auch wieder am Montag, denke ich. Auf jeden Fall laufen der nächste Woche. In 2 Wochen habe ich frei. Da wird auf jeden Fall einiges hochgeladen werden wieder. Da habe ich auf jeden Fall Zeit ohne Ende. Werde ich mich auf jeden Fall auch erholen. Und da wünsche ich euch einen schönen, wunderschönen Nachmittag. Restnachmittag mehr oder weniger. Und hören wir uns bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall lasse ich jetzt nicht die Credits laufen. Und wir hören uns. Tschau, Leute.